Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, BBU, ist der Dachverband öffentlicher, genossenschaftlicher, privater und kirchlicher Wohnungsunternehmen. Er bündelt ihre Interessen und vertritt diese gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit. Der BBU setzt sich für gutes und bezahlbares Wohnen und lebenswerte Städte ein. Frau Kern, wir freuen uns auf Ihren Kommentar zu den Grundsätzen. Dankeschön. Ja, können Sie schon. Ja, liebe Frau Lomscher, meine Damen und Herren, damit, weil es sonst von der Zeit abgeht, grüße ich jetzt nicht Einzelne, die ich hier kenne in dem Raum, liebe Frau Walz. Freue mich, dass ich heute Abend hier bin. Wir sind ja nicht Mitglied dieses Arbeitsgremiums zur Erstellung dieser Leitlinien. Und insofern kenne ich das jetzt auch nur oder wir auch nur aus der Lektüre heraus. Einige Worte ganz kurz zum BBU sind ja eben schon gesagt worden. Wir sind seit mehr als 120 Jahren der Verband der sozialen Wohnungswirtschaft und kommen aus der ursprünglichen Gemeinnützigkeit und haben insgesamt 700.000 Wohnungen in dieser Stadt, 40% des Mietwohnungsbaus. Und uns ist einfach wichtig, dass die Praxistauglichkeit gegeben ist. Wir sind in Sachen Partizipation in vielen Punkten schon in Vorleistung gegangen. Einmal die Genossenschaften qua Sitzsatzung sind Mitmachunternehmen, Vertreterversammlung, Genossenschaftsmitglieder. Dann die Landesbauunternehmen haben 2017 einen erfolgreichen Abschluss eines eigenen Leitlinienprozesses schon unter Zuhilfenahme von Frau Gesine Schwan von der Humboldt-Universität auf die Beine gestellt. Das ist das Papier und das sind die Leitlinien, die rausgekommen sind und die jetzt bereits gelebt werden. Was mir wichtig ist oder was ich betonen möchte, ist einmal das, was ich in Ihren Leitlinien finde. Das ist die gegenseitige Wertschätzung, Transparenz der Verfahren, Betonung der Notwendigkeit zur Benennung von Entscheidungsspielräumen und allerdings auf der anderen Seite mit Blick auf die grundlegende Bedeutung der Leitlinien ganz wichtig, die Praxistauglichkeit. Und da komme ich jetzt zu einzelnen Punkten, die Sie hier aufgelistet sehen. Für meine Begriffe werfen die Leitlinien in erster Linie viele Fragen auf. Ich habe am Anfang gehört, dass das nur bislang die Grundsätze sein sollen. Die Instrumente sollen dann nachfolgen. Insofern sehen Sie bitte dann, ich bin ja in dem Gremium nicht drin gewesen, sehen Sie meine Fragen vielleicht als Anregung für den weiteren Prozess. Die Formulierungen sind, und das hatte auch eine meiner Vorrednerinnen gesagt, an etlichen Stellen vage. Die Benennung konkreter Zuständigkeiten fehlt. Und die Leitlinien müssen praxistauglich sein. Und was ich dort auch vermisse, sind der Wirtschaftlichkeitsaspekt, der hier an dieser Stelle völlig fehlt. Das Thema ist, wie sind Sie legitimiert oder wie ist das Gremium beziehungsweise das, was nachher umgesetzt wird, legitimiert? Das kann ich im Moment noch nicht erkennen. Das halte ich aber für notwendig, weil wir letztendlich auch Eingriffe in die Eigentumsfreiheit damit haben. Und das spreche ich auch keinem ab, würde ich auch gar nicht machen. Woher hält also ein informeller Prozess, und über den sprechen wir ja hier, seine Verbindlichkeit und im Sinne eines dauerhaften Commitments auch der beteiligten Bürgerinnen und Bürger? Und was ich an der Stelle nochmal ansprechen möchte, ist das Thema der Verwaltung, weil das würde ja in Teilen eben auf die Verwaltung auch in der Begleitung zukommen. Wir haben bedauerlicherweise in Berlin schon eine recht belastete, am Rand der Belastbarkeit stehende Verwaltung, die würde natürlich mit diesen Prozessen dann auch noch konfrontiert werden. Kann man alles lösen, werden sicherlich auch viele zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, das ist überhaupt gar kein Thema, das will ich auch nicht in Abrede stellen, aber da, wo wir bereits für einen Zebrastreifen 18 Verwaltungsschritte brauchen und 3 Jahre, ist das sicherlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Letztendlich,
Das ist jetzt, genau. Risiken, die die Partizipation letztlich behindern könnten, sehe ich schon als gegeben. Also wie kollidieren da die Zuständigkeit, wie soll damit umgegangen werden und wie soll nachher auch das große Ganze bewertet werden? Wo wird man anfangen? Wie wird es organisatorisch auch angebunden? Halte ich für große, überlegenswerte Fragen, die Sie sicherlich dann in dem zweiten Schritt mit berücksichtigen werden. Und vielleicht der Grundsatz, wir brauchen bei all dem auch die Akteure, die den Wohnungsbau auf die Straße bringen und auch andere Dinge mit auf die Straße brauchen. Berlin braucht dringend Wohnungsneubau, weil Berlin wächst, weil es so attraktiv ist. Ganz herzlichen Dank.